Hi, wie geht's so? Ich bin Maylin. Und ich bin Clara und hiermit heißen wir euch herzlich willkommen auf unserem Kanal Against All Idols. Auf diesem Kanal werden wir euch Dinge näher bringen, vor allem jetzt Nachrichten, die ihr im Idol-Alter, also wir schätzen jetzt so von 10 bis 16, die ihr euch eigentlich nie zu befasst, weil ich meine, wenn ihr auf Facebook seid, dann guckt ihr ja auch eher, was eure Lieblingsstars oder Freunde machen. YouTuber hast du vergessen. YouTuber. Als wenn ihr jetzt guckt, wie viele Leute jetzt schon vom Ebola-Virus infiziert wurden und wenn ihr beim Radio Musik hört und dann kommt die Nachrichten, schaltet ihr ja auch auf einen anderen Sender. Nö, ich nicht. Wo dann eben weiter Musik kommt. Und deswegen wollen wir das euch jetzt ein bisschen näher bringen, aber auf eine Art, die euch dann eben nicht langweilt, sondern bei der ihr eher dranbleiben würdet. Und wir informieren euch auch über so Themen, die uns jetzt zurzeit vielleicht beschäftigen, aber nicht wirklich in den Nachrichten sind. Vielleicht, keine Ahnung, jetzt Vegetarier oder so, wenn es uns jetzt interessiert und nicht wirklich in den Nachrichten ist. Wenn ihr über ein Thema reden wollt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben und... Oder schickt uns einfach eine E-Mail. Ja. Ja. Und dann geht's auch schon los mit dem allerersten Thema, die ALS Ice Bucket Challenge. Bei der ALS Ice Bucket Challenge handelt es sich... um eine Spendenaktion für die Erforschung der Krankheit ALS, die Amyotrophe Laterale Sklerose. Das ist eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Die Krankheit tötet nach und nach Nerven, die unsere Muskeln steuern. Zuerst die Arme, dann die Beine und dann die Zunge und irgendwann macht dann eben auch unsere Atmung schlapp. Das Einzige, was erhalten bleibt, ist das Geistige und deswegen werden auch manche Patienten ihren Zustand als in ihrem eigenen Körper gefangen. Weltweit leiden gerade 350.000 Menschen an der Krankheit. In Deutschland sind es um die 6.000. Eine berühmte Persönlichkeit, die an dieser Krankheit leidet, ist Stephen Hawking, der seit 51 Jahren mit der Krankheit zu arbeiten hat. Er ist nämlich an einer sehr, sehr langsamen Form von ALS erkrankt. Der Auftritt der Krankheit ist meist im 50. bis zum 70. Lebensjahr. Und nach Auftritt hat man dann meistens noch 4 bis 6 Jahre zu leben. Und jetzt kommt Clara. Nun zu den Heilungsmethoden von ALS. Leider gibt es noch keine Heilungsmethoden. Allerdings haben Forscher das Medikament Riluzol entwickelt. Das allerdings ist kein Heilung. Also das allerdings hält die Krankheit nicht auf, sondern verlangsamt sie nur. Mediziner sind auch schon dabei, die Begleiterscheinung von ALS zu verbessern. Das heißt, sie entwickeln eine bestimmte Nahrung, die eben zu weniger Gewichtsabnahme führt. Und wer weniger Gewicht verliert, lebt halt eben länger. Und eben eine gute Maskenbeatmung nachts. Man lebt dadurch halt auch länger. Und eben, dass man die Umwelt an den Patienten anpasst. Das wäre zum Beispiel ein Pflegebett, ein Rollstuhl und eben noch solche Dinge. Kommunikation durch Augenbewegung, halt als eigene Sprache. Und eben die Direktverbindung vom Gehirn zum Computer, genau wie Stephen Hawking eben. Und man kann eben diese Behandlungsmethoden anwenden in Kombination mit dem Medikament Riluzol oder eben nur Riluzol oder eben nur diese Behandlungsmethoden. Allerdings lehnen das die meisten Menschen ab, weil das ja nicht ihre Krankheit auffällt, sondern nur noch verlangsamt. Das bedeutet, man verliert langsamer die Kontrolle sozusagen über seinen Körper. Allerdings dadurch, dass der Geist ja noch fit ist, bekommt man den Verfall seines Körpers mehr mit. Und das wollen halt die meisten Menschen nicht. Die ALS Ice Bucket Challenge ist ein voller Erfolg. Seit Mitte März wurde der Ambulanz 1.165.000 Euro gespendet. Zum Vergleich waren es letztes Jahr durch sogenannte Kleinspender nur rund 50.000. Das waren dann monatlich ungefähr 4.200 Euro. Heute, also zum Vergleich heute, bekommt man im Monat das 30.000-fache. Unser nächstes Thema ist Homosexualität und die römisch-katholische Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Maylin und ich, wir haben es nicht gesehen. Es kursiert im Moment ein Video auf Facebook, in dem ein junger Mann, 19 Jahre alt oder so, weiß ich nicht genau, eben in Amerika seinem Vater und seiner Stiefmutter und seiner Großmutter beim Abendessen eben verkündet, dass er schwul ist. Und er wird daraufhin eben aus dem Haus geprügelt. Und das hat er mit einem Video festgehalten und das eben in Facebook gestellt. Und das haben wir nur gelesen und deswegen geht es jetzt in unserem jetzigen Thema um Homosexualität und die römisch-katholische Kirche. Homosexuelle sind eben
Schwule und Lesben, das heißt Menschen, die sich dem gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. Und jetzt geht es in unserem Thema allerdings nur um Schwule. Die bezeichnen sich aber viel lieber als männliche Homosexuelle, weil eben in dieser Jugendsprache in Deutschland eben Schwule als generell abwertend verwendet wird. Genauso wie das, oh mein Gott, ist dieses Bücherregal schwul. Das ist Hammer! Sei leise! Es geht jetzt nur darum, dass dieses Bücherregal schwul ist. Und deswegen haben viele Jugendliche, die schwul sind und sich noch nicht geoutet haben oder geoutet haben, eben Komplexe. Das heißt, sie haben kein Selbstvertrauen, vielleicht, also manche kriegen auch Depressionen oder sonstiges. Deswegen lehnen eben viele männliche Homosexuelle den Begriff schwul als Selbstbezeichnung ab, weil es eben in unserer Gesellschaft, generell in Deutschland, einen schlechteren Wert hat als eben in anderen Ländern. Schwul wird im Englischen mit gay übersetzt, allerdings mit lesbisch, auch im Englischen mit gay übersetzt, allerdings dann nur mit gay woman. Nur kann man gay eben nicht ins Deutsche als lesbisch und schwul übersetzen, sondern nur als schwul. Jetzt kommen wir zum Teil mit der Kirche. Homosexualität ist im Sinne der römisch-katholischen Kirche gegen die natürliche Ordnung, die eben darin besteht, sich zu verheiraten, also Mann und Frau, und sich dann fortzupflanzen. Homosexuelle Handlungen verstoßen also im Sinne der römisch-katholischen Kirche gegen das natürliche Gesetz, da sie beim Geschlechtsverkehr kein Leben weitergeben. Forderungen, dies zu ändern, wurden schon oft gebracht, aber von der Kirche eben nie erhört. News zum Ende. Da Mann und Frau als Geschlechterauswahlmöglichkeiten im Internet ja meist nicht mehr richtig reichen, hat Facebook nun über 60 Auswahlmöglichkeiten zur Bestimmung deines Geschlechts. Auch in Deutschland. Genau, und jetzt zu unserer Erklärung. Ich bin noch nicht fertig! Entschuldigung! Darunter ist von schwul über transsexuell bis viertes Geschlecht oder Crossgender alles dabei. Also du wirst es richtig hier finden. Okay, und jetzt zu der Erklärung zur Farbe Blau, weil wir in unserem ersten Video jetzt blau getragen haben, sie auch. Und wir auf unserem Titelbild haben wir jetzt und auch sonst was. Und ja, also die Farbe Blau steht ja meistens als kalte Farbe da. Und genau das wollen wir euch sagen, dass das Leben eigentlich ziemlich kalt ist. Aber doch. Also es besteht nicht nur aus guten Dingen. Und die wollen wir euch eben jetzt auch nahe bringen. Und, die guten oder die schlechten Dinge? Alles. Okay. Und gleichzeitig steht es aber auch für Harmonie, Sympathie, Zuneigung und Treue. Und damit wollen wir sagen, dass zum Beispiel jetzt nur die Farbe Blau, dass sie auch viel mehr Bedeutung hat. Es steht für Kälte, aber gleichzeitig auch für Zuverlässigkeit und Treue. Und Sympathie. Und das soll eben heißen, dass eine Sache zwei Seiten hat. Es hat immer zwei Seiten oder noch mehr. Und das wollen wir eben sagen, dass ihr euch nicht gleich vom ersten Eindruck überkommen lassen sollt, sondern weiter nachforschen solltet. So, und das ist uns wichtig. Auch in unserem Falle zum Beispiel, wenn wir euch jetzt voll unsympathisch sind, trotzdem das zweite Video gucken, weil wir euch dann vielleicht besser gefallen. Ist doch so. Die ist ja voll der Promoter. Ja, ich weiß, ich hab's drauf. Oh ja, außerdem steht Blau in der Literatur für Fairness, Sehnsucht und Klarheit. Wir wollen euch, wie schon gesagt, bringen zu forschen, dieses unendliche Universum zu erforschen. Und das klingt komisch. Nein, das klingt super. Ja, klar. Und euch eben zeigen, dass alles anders ist, als es auf den ersten Blick scheint. Also das war unser erstes Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hinterlasst uns vielleicht einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail, wie auch immer ihr wollt. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Wir blenden den Namen hier unten kurz ein. Können wir das? Ja, ich kann das, du nicht. Auf jeden Fall, das war's mit unserem Video. Wir sehen uns dann in einer Woche oder zwei Wochen. Ah ja, und die Themen, die wir heute gebracht haben, die stehen auch mit den Links unten in der Infobox. Genau.